Alright, Ladies and Gentlemen, es ist ein weiterer Tag in Craft Attack. Oh Mann. Ja, Bruder, heute zum Glück mal nicht irgendeine Scheiße bei mir gebaut. Ich kann es nicht fassen. Er hat keine Ahnung, Paper Love. Oh mein Gott, nee, ist wieder irgendwas passiert, Bro. Ich habe auf jeden Fall gestern dritte Base. Oh mein Gott, imagine. Kurz abchecken, also die zweite Base steht noch. Da bin ich übrigens heute am Überlegen, ob wir die heute sprengen. Wahrscheinlich werden wir es tun. Wahrscheinlich wird hier heute eine Sprengung stattfinden. Ja, ich habe gestern Abend nochmal im Stream ein bisschen Sachen gefarmt, Chat. Wir haben jetzt ein sehr großes Ziel, was wir verfolgen. Und zwar hat ein Zuschauer, oder ich glaube sogar eine Zuschauerin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, diese Idee hier gelingt für die Vervollständigung unserer Base. Ich finde, das ist ein sehr, sehr krasses Konzept, was wir jetzt verfolgen werden. Das ist quasi das, wie wir es jetzt weiterbauen. Deswegen, wir brauchen sehr, sehr viel von diesen Quarzblöcken, sehr, sehr viel von diesen Terrakotta-Blöcken und ultra viel von diesem Deep Slate oder was es hier ist, Blackstone, glaube ich. Und natürlich das Holz. Deswegen habe ich gestern schon mal so ein bisschen was gefarmt. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Blue Terrakotta. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen Lapis farmen. Und dann gucken wir mal, was heute geht und werden hoffentlich bis zur 21 Uhr in 4 Stunden, bis zur 21 Uhr zur Fabo-Base-Bewertung schon noch ein bisschen was an Fortschritt machen. Gucken wir mal. Okay, das erste, was wir machen, weil davon brauchen wir richtig viel, ist einmal mehr Quarz holen. Das können wir halt immer nur, lass uns kurz den Bruder hier umbringen. Das können wir uns halt immer nur bei Revi in der Base holen und dafür brauchen wir halt ultra viele Emeralds von der Raid von Veni, die aber gerade nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwo Emerald-Blöcke sneaken. Okay, bitte sei voll, bitte sei voll, bitte sei voll, bitte sei voll. Digga, was ist das hier? No Risk Whispers You. Achtung, diese Raid-Farm gehört Veni und No Risk. Unbefugte Nutzung wird bei Spark of Phoenix gemeldet. Lil Bro hat einen automatischen Bot gemacht, der mir whispert, Bro? Das ist krank. Okay, come on. Bitte gib mir jetzt hier. Oh mein. Oh. 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 Oh mein Gott. Okay, dann nehmen wir uns auf jeden Fall auch noch mal ein paar Totems mit, wenn wir schon mal hier sind. Wundervoll. Diebstahl wird bestraft. Bitte kaufen Sie es über den Shop am Spawn mit freundlichen GAG Grüßen. Das Ding ist, ich darf das. Nein, ich darf das. Veni hat mir das erlaubt. Mal, was hier abgeht. Was mitmachen, wirklich? Moino! Danke, dass wir dabei sein dürfen. Moin, 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 moin! Moin, was geht hier ab? Kevin. Alter, was geht? Alter, Sascha, was geht? Was geht, Mann? Digga, wie läuft's bei dir mit Bauen und so? Ich hab einen Boden. Was baust du denn genau? Ein Haus. Cool. Was hast du denn so? Voll kreativ. Ah, ne, ich war bei dir. Ich war bei dir. Voll ey, kreativ. Chat meinte, dass du meine Base gut bewertet hast. Als einer der wenigen. Ja, ich bin übersick, hä? Danke, Bro, weißt du, Mann. Ist ein geiler Wäschekorb, oder? Den ich hier gebaut hab. Ja, okay, wer sagt denn dazu Wäschekorb? Bro, mein Chat, what the fuck? I don't know. Was hab ich gehört? Wäschekorb, ja, okay. Beyblade Arena, Stadion. Beyblade Arena vielmehr, das ist krank. Stadion, ja, sagen Leute. Cool. Okay. Hier ist Spark of Phoenix auf jeden Fall. Ah, nee, das ist Sascha. Digga, oh, Spielkind Racing. Digga, zieh dich mal aus. Ja, was okay. Wie sieht's denn aus? Bro, fresh. Yeah. Meine Schuhe kann ich ausziehen. Ne? Das sind neue Schuhe, Kooperation. Ach so, okay. Ah. Und wo wohnst du? Ah. Stell dir vor, man hätte eine Kooperation mit so Adidas oder so. Man dürfte die Schuhe einfach nicht mehr ausziehen. In-game aber auch. Ja, das ach, ist doch bei Digga. So, oder? Bei wem? Bei Eli? Ja. Ah, Bro, dafür, Sascha, dafür sind wir jetzt hierher gekommen. Ja. Bro, was ist das? Wie? Warte mal. Was? Also, was? Bruder, er sagt, hier wohne ich. Digga, das hat man in so 5 Minuten Spielzeit. Haben sie halt direkt. Bruder, du hast den Baum nicht mal komplett abgebaut, Sascha. Was ist das hier für kranke Scheiße? Ey, bist du... Okay, warte. Wie du vielleicht erkennen kannst, steht hier noch nicht viel, außer vielleicht ein bisschen Boden und Wand provisorisch, okay? Ich hatte noch nicht Zeit, das Unternehmen kommt noch, die den Baum wegmachen. Ich bin da, warte. Danke, Merle, no joke, vielen Dank. Gefixt, ey, Junge, hier ist ja noch einer, es sind 2 Bäume. Bruder, ja, ist das wird doch noch krank. Ich bin am Anfang. Ja, moin, Merle, top. Für mich ist gerade noch Tag 1 Craft Attack, okay? So, ich musste mich die letzten Tage zurücknehmen, weil ich nur sonst nicht hätte streamen dürfen, sondern aufnehmen.
Okay, aber Sascha, wie wär's, wenn du einfach so einen Unterwasserbunker baust bei uns? Ich glaube, das ist cooler, als hier in diesem Regenwald zu verschimmeln. Ja, komm zu ihr uns. Ihr zwei. Okay, guck mal, Stegi hat nichts gesagt, weil Stegi die Vision teilt. Und euch zwei werde ich vom Gegenteil überzeugen. Ja, ja, klar. Kommt Ende Dezember wieder. Ja! Okay. Okay, Bro, Alter, das ist zwei Monate, Digga. Okay. Ja, ja, er sagt Ende Dezember. Ja. Bro, okay, Ende Digga. Dezember er baut Gumme halt die Server spawnen währenddessen. Digga, chill. Okay. Okay, vielleicht hilft dir das ja noch jetzt hier für die Vorstellung. Gerade zack hier auch an kalten Tagen. Bam, Ofen. Jetzt. Oh mein Gott, ja, jetzt fühlt es komplett. Alter. Der Ofen holt richtig. Der Ofen holt richtig viel raus. Ich wollte euch auch im Prinzip mal nur das Grundstück zeigen, aber das Grundstück fruchtet ja bei euch auch irgendwie nicht so. Das heißt, also, ja. Ich finde den Ausblick Richtung Osten auch richtig geil. Richtung Osten? Oh, oh shit. Ja, oh nein, du siehst von hier die Castcrafter Kackbase. Oh nee. Den Castcrafter Cobblestone-Turm. Okay, alright, alright. Oh mein Gott, das ist ja mega scheiße hier. Wir packen zusammen, es reicht, Danke. Wir packen zusammen, wir suchen uns eine neue Hut. Du musst hier bleiben, Sascha, lass dich doch nicht von denen manipulieren. Warte. Ich brenn, ist interessant. Hier, komm. Nein, mach das, okay. Ey, no. Oh mein Gott. So, guck mal, wir zeigen dir jetzt mal einen guten Spot, jetzt kommst du schon mal mit. Ey, das ist für mich der härteste Rückschlag. Ich habe Minecraft gestartet mit dem Ziel, ein Grundstück zu finden. Ich finde eins, da kommen einmal zwei Leute Hater, zu meiner Base. Hater. Einladen dürfen. Ich hätte euch nie einladen dürfen, ehrlich. Wie habe ich den MLG gehittet, Bro? Hier. Findet ihr nicht? Deine Base fand ich krasser. Ja, also Sascha, deine Base hat schon ein bisschen mehr hergemacht. Ja, ich finde so unnötig, so ich wack. Ich finde, die ist halt jetzt ein bisschen so eintönig, you know? Das ist halt der große Cobblestone-Berg. Ey, Sascha, willst du jetzt wirklich umziehen? Wir lachen eigentlich über sowas und spucken sowas an. Alter, ich zieh um, ja. Ja, komm zu uns. Digga, du bist auf dem Wasser, du sagst, komm ja, zu uns. Das ja, ist geil, ja, komm. Komm jetzt. Bauen. Komm mit. Ja, komm. Komm Discord. Komm. Hopp. Komm Discord. Boah, ich hab grad noch einen miesen Helmbombe gefangen von einem Skelett, Alter. So. Guck mal hier, ist mehr das Building, krass. Du kannst nicht. Naja, es ist einfach ein vertikaler Donut, der in Wasser getunkt wird. Ja, der ist aber schon cool, der ist schon cool. Warte mal, aber das ist, weißt du, was da im Building ein bisschen low macht, Merle? Was denn? Dass da drüben noch ein Donut ist mit der Travel-Pussy da von Fabo. Ja, weißt das du, ist lässig, was Fabo da gemacht hat. Den Travel-Pussy-Fick-Donut da drüben, Alter. Ich muss hin! Mein Junge. Wie flieg ich? Hä? Wer, ist das dein Leuchtturm? Nein, den baut Tobi, Bro. Wenn Tobi gerade nicht bei irgendwelchen Dating-Formaten mitmachen muss von Revi, dann baut er hier in Minecraft, Digga. Das ist so scheiße. Warte, der Tobi? Ja, Tobi Fass. Und dann steht Escation. Da unten, Fass mir an den Po oder so. Das ist so scheiße. Warte, Tobi Fass? Nicht der Mitarbeiter Tobi, nein. Doch, das ist Escation. Escation. So, es ist jetzt ein bisschen verwirrend, es gibt jetzt hier zwei Basen. Warum tut er dir leid? Hä? Warum gibt's den gottverdammten Aschenbecher zweimal? Ja, Veto hat den zweimal gebaut oder so, Bro. Das ist kranke Scheiße. Hä, aber das ist deiner. Meiner ist der Originale hier. Wir sprengen heute den zweiten. Der zweite da hinten wird gesprengt heute. Was ist das denn? Mann, lass Olaf in Ruhe. Bro. Digga. Er soll noch mal riechen. Digga, ich bin einen Tag, habe ich mich eingeloggt. Bro, Trimax hat mir 90 von den Dingern in die Base geschoben. Ich habe alle umgebracht, außer ihm. Wie willst du die transportieren? Dieses fette Stück, Alter. Guck mal, und jetzt hier zwischen dem Donut von Merle und hier unserer Base hier, da könntest du wohnen. Was denkst du? Ich seh keinen Donut. Achso, ja. Achso, du hast diese Mod nicht, glaube ich. Ja, aber was du mir gerade präsentierst, ist einfach Wasser. und guck mal, das Ding ist, Sascha, damit du checkst, wie scheiße deine Base war, Wasser ist legit besser als das, was du hattest. Digga, ich war am Anfang. Ich wollte ja noch Dirt abbauen, alles drum und dran. Ich wollte da etwas schaffen, was. Bruder, das sah aus wie. Als, lass dich nicht verarschen, Sascha. Das sah aus wie Minecraft Mobile, Alter. No joke. Okay, wir holen jetzt ein bisschen mit Quarz, Freunde, nach dieser Psychose. Digga, Sascha will uns einfach erzählen, dass wir Ende Dezember vorbeigucken sollen, Bro. Keine Ahnung, Ende Dezember könnten wir schon alle tot sein oder so. Bisschen Quatschi. Wie wär's, wenn du als Shop eine Auktionshalle baust und dann Leute auf random Shit wie von Basti unterschriebene Items oder so bieten lässt? Bruder, wer hat diese verfickten... Oh mein Gott, Bro, irgendwer hat die Villager hier geschlagen, jetzt ist alles teurer, Bro.
Inflation, Shirt. Ach, egal, scheiße, wir zahlen aber den doppelten Preis. Kurz vergessen, dass wir reich sind. Kann irgendwer schlafen, Freunde, bitte? Nein, bitte! Lisa. Kevin, was hast du gegen meine Base? Bruder, es ist halt ein Cobblestone-Kasten. Ja, aber hast du den von vorne mal gesehen? Der sieht schön aus. Bau mal wieder so eine GPU in Minecraft oder so wie früher. Nee, ich dachte, das ist geil. Wir einen richtigen Atomreaktor dahin. Ja. Bau mal eine GPU. Mach mal irgendwas in Feed the Beast irgendwie. Kevin, du warst vorher in der Raid-Farm Fulmiot, oder? Kann sein, warum? Aber die Nachricht hast du bekommen, oder? Ja, die hab ich bekommen. Bro Norris hat eine Mod programmiert. Hab ich gesehen. Wenn du in die Nähe kommst, dass du eine Warnung kriegst. Wenn du die Kiste öffnest, kriegst du eine andere Warnung. Hab ich auch bekommen. Pass auf, jetzt wird's krank, Du warst Fulmiot. Es geht eine Sirene an über Voice Chat. Oh mein Gott, was? Und er arbeitet jetzt gerade dran, dass er eine Discord-Integration macht. Dass automatisch ein Clip erstellt wird und ein Spark of Phoenix geschickt wird. Bro, was? Der normalste auf dem Server. Digga, wirklich aber die Sirene geht aber aktuell mit Cam-Account noch nicht, weil wir kein Voice-Chat verwenden können. Also für die Sirene ist Norris extra hingegangen, weil er wusste, dass du kommst. Achso, okay. Warum ist er zweimal in der Base? Ja, Bruder, lange Story. Lange Story, aber wir sprengen die Scheiße heute. Cool. Kevin, warst du bei mir Quarz traden? Ja. Das darfst du nicht mehr. Warum? Weil ich das brauche jetzt. Ja, hol doch. Oh. Oh, Kracht, oh mein Gott. Kann man Papa Platte irgendwie verbieten, an meine Farm zu gehen? Weil wenn ich das sage, dann sagt er halt die Fresse. Nee, er hat gesagt, sagt er. Und er sagt doch fuck the authorities. Bruder, weißt du, was das heißt? Er sagt Farm, Bro. Das ist ein Villager, bei dem tradet einfach. Ja, ich will nicht mehr, dass er das macht, Spark. Wie kann man das machen? Also du erzählst mir genau das Gleiche, wenn das andersrum ist. Verstehe ich nicht. Du musst mir jetzt helfen. Du rätst dich genauso wie Papa Platte. Und beschimpfst die Leute, also kein Problem. Also das halte ich immer für Kleinigkeiten. Macht ihr euer Ding, ja? Jo, danke. Topo. Okay, dann werde ich Kevins Adresse leaken und in Köln ihn überfallen. Sehr gut. Gut, Spark, dann werde ich Gewaltverbrechen begehen. Das hast du jetzt davon. Das ist deine Schuld. Oh mein Gott. Gefickt vom Chef. Hallo, Papa Platte. Brauchst du alle Materialien aus deinen Kisten noch, Kevin? Das kann ich auch mitnehmen, wenn du willst. Warte mal, Vito muss gerade einen TikTok aufnehmen. Ja, ich habe ein Problem. Was gibt's? Was ist dein Problem? Oh. Nee, actually habe ich ein Problem. Ich habe eine Frage an dich, nämlich. Du hast 5000 für diesen Follower gemacht. Titel verantwortlich? Erklär mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich und Bilbo. Bilbo und ich. Ach, ihr beiden mal. Ja, ja. Ich hab da so eine Frage. Schrei, ich glaube, du verwechselst mich. Dieser TikToker? Also, das ist respektlos als meine Titel damals gewesen, hä? Das ist ja faktisch einfach falsch. Du bist schon TikToker. Ich bin kein bisschen TikToker. Ich habe keinen TikTok-Account. Naja, du hast schon einen, Bro, mit Norix zusammen. Hm? Da sind auch zum Beispiel meine Clips drauf. Und ich hab dann gehört, da gibt's einen Umsatz von 4000 Euro im Monat. Irgendwie habe ich mal was gehört. Warte mal, sein Account wurde von Monte gesperrt? Welcher? Nein, lass nicht drüber reden, bitte, nein. Oh mein Gott, der Clip-Channel wurde von Monte gesperrt? Ja, genau. Oder dein privater? Hast du das Video einfach vor Vete hochgeladen? Das ist richtig geil. Der hat sich richtig viel Mühe gegeben, du hast einfach vor ihm hochgeladen. Ja. Das ist cool, no joke. Ja. Das zeigt wieder, was für ein schlechter Mensch du bist. Cool. Jojo. Ey, wir haben ein kleines Problem. Das hier ist ja so gewölbt und die nicht. Aber wir wollen ja jetzt nicht immer hier so eine Delle drin haben. Das heißt, wir müssen das irgendwann wieder so rausstellen, dass es dann ab da wieder gleich ist. Wie zum Fick machen wir das? Naja, wir gucken einfach mal. Base POV Magical Chest aus Clash of Clans? Oder? Das ist es nicht, okay? Ist das kacke, Bro. Okay, das ist der aktuelle Stand der Base-Chat. Ich sag ehrlich, ich hätte noch weiter schaffen können, aber es geht schon echt fit. Und ich finde Real Talk von innen, es macht inzwischen schon was her, dass die Wände jetzt oben so zusammengehen. Ich finde, das macht das Ganze wie größer. Oh! Schönen guten Tag, der Herr.
Servus, Papa Kacken, ne? Oh mein Gott. Bin ich hier richtig? Du bist ja richtig. Schönen guten Tag, Chef. Moin. Moin. So, naja, dann ist wieder Bewertungszeit, wa? Chef? Machen wir jetzt die Bewertung. Dann machen wir jetzt die Bewertung. Ich habe mir heute extra viel Mühe gegeben. Ich möchte dich einmal kurz rumführen, ja? Ja, machen Sie mal. Also, guck mal, wir haben einmal hier das Lidl, das kannst du... Wer macht hier diese Zombie-Geräusche, Alter. Digga? Lidl lohnt sich. In meinem Keller ist eine Leiche, scheiße. Naja, okay, auf jeden Fall, das hier ist jetzt nur provisorisch, das kommt wieder ab. Was ich dir eigentlich zeigen wollte, ist auf der anderen Seite. Komm mal kurz hier mit hier rüber. Jo. Und zwar hier drüben. Ja, hier drüben, wenn du einmal mal hier gehst, so. Da ist jetzt der Totenkopf hier. Aha, und ich muss dir das von außen quasi angucken. Ja, du kannst da einmal mit der Elytra fahren oder so. Fahr nicht. Sieht scheiße aus hier. Nee, Es sieht mal normal aus. Ich finde, Retox sieht ganz fresh aus, oder? Hä, sie, Alter, schicke Friese. Wer ist er? Mein Opa. Warum stößt der so ab? Ey, no joke, sieht gut aus. Also der letzte Totenkopf war ja wirklich kompletter Reinfall. Ja, und der hier? Der hier ist besser. Danke, Bro. Den würde ich so lassen sogar, den würde ich durchgehen lassen. Okay, dann habe ich hier Portal, das wird hier noch ein bisschen kaschiert. Aber hey, jetzt warte mal, also das ist neu? Ja. Das Portal ist komplett neu, ne? Ja, genau, guck mal, weil wenn du weit rausfliegst, dann ist der Mund quasi... Der Mund... Oh, warte, da ist gerade hier so ein Kollege, Digga. Mann, Hugo! Ich bin... Ja, geh mal wieder auf deinen Vater wichsen, aber nerv nicht! Also, Fabo, bist du gerade hier? Jo. Also schau, wenn du so rauszoomst sozusagen, dann soll das Portal so der Mund sein, checkst du? So, dass es so hinten das so ein bisschen so abschließt. Dass man, wenn man von außen reinguckt, nicht direkt die Base sieht, weißt du? Echt jetzt, Alter! Das soll so sein! Aber man kann trotzdem halt so durchfliegen. Das ist der Mund, man kann da durchgehen! Man kann ja da durch! Mann, ja, reicht. Was? Und dann habe ich hier heute noch oben die Mann, so ein Opfer. Warte mal! Was denn? Hier regnet's rein! Boah, man kommt echt durch! Mann, Junge. Undichtes Dach. Dach ist undicht. Mann, nein, das Dach ist nicht. Mann, der pisst da runter. Hier regnet's rein. Nein. Hallo. Undichtes Dach, das muss rein in die Kritik. Hier regnet's rein, Leute. Nein, hier regnet's nicht rein. Leute, also hier regnet's nein, rein. Nein, hier regnet's rein. Die Dielen sind nicht richtig versiegelt. Nein, die Dielen sind alle versiegelt. Hier regnet's nein. Also in deine Base. Ich sehe einen Termiten. Hier oben ist eine Termite. Termite, es regnet in deine Base. Alles nass. Mann, Leute. Hast du hier einen Snackbeauftragten auf der Baustelle, wie Paluten? Also, ich habe hier keinen Snack beauftragen. Hast du einen Kühlschrank, der voll ist? Wenn auch nicht, dann ist hier auch nicht. Doch hier. Was? Hier habe ich einen Kühlschrank, einen Ender-Kühlschrank hier. Ender-Kühlschrank, ich schau da rein, oh mein Gott, da ist alles Red Bull, nee. Schön Bierchen, ich nehme ein Bierchen, Kevin, ich nehme ein schönes Schafferhofer Weizen, ne? Ja. Oh, wird schön die Kehle umsetzen. Nee, dann habe ich hier oben die Schrägen gemacht, Fapse. Die Schrägen? Doch, Schrägen, welche Ziegel haben sie benutzt? Ja, die günstigsten, wa? Ja, war, ich spart überall, wo es geht, wa? Ist so. Kackgeld 20 Jahre, von morgens bis Mittag. Ich scheiß ja kein Geld, wa? So, und hier ist also das Leck. Hier ist das Wasser, hier kommt's durch. Siehst du an. Mann, Wasser eintritt überall, ich seh's ja auch. Ja, überall Wasser. Mann, Junge, ist das scheiße. Wasser. Okay, komm, hau eine Bewertung raus, Chef. Also, was hatten wir letztes Mal, Lattenpimmel? Ich glaube, irgendwie 6,19 oder so. Ne, ich glaube 6,15. Ja, kann sein, ja. Ich glaube, also no joke, es ist wirklich jetzt mittlerweile schon nicht schlecht so. Oh? Also von 6, also ich hab, Alter, was baut der da? Oder kannst du aufhören, hier irgendwie deine GPU aus Redstone hier hinzubauen? Er baut eine Bombe, ich schaff das! Aber der will so einen fickenden Dings machen. Alter, ja, oh kann. Mein Gott, Mitter. Lass mich alle rauf da. Rein. Ja, ui. Das ist wie alles sagten. Geil, die absolute Geilheit. Okay, komm, hau raus jetzt. Könnt ihr euch aufhören, hier den Arsch zu ficken, Alter? Wir wollen Fortnite spielen. Was macht ihr hier, Digga? Halt mal jetzt die Fresse, Fabo, was eine Bewertung. Digga, ihr braucht hier Fickmaschinen, hört auf damit. 6,5 hatten wir. 6,165 hatten wir. Ich würde tatsächlich auf eine 6, ja, nee, auf, nee, weißt du was, Lattensepp? Wir machen eine 7. Ja! Yeah! Let's go! Digga, morgen
Wirkst du so aus deiner Wohnung gekündigt, Fabo, und das war zu laut. Das ist der letzte Tag, wo sein Crafting begonnen hat. Das war zu laut. Man darf ja nicht laut sein. Scheiße. Holy shit, let's go. So, Fabo, das reicht. Eine 7, holy shit. Oh, mir war ganz schön kalt, Digga. Holy shit. Ey, ich habe Fenster die ganze Zeit offen, deswegen ich habe mir jetzt erstmal hier schön ein kleines Hemd angezogen. Alright, Freunde, dann wollen wir mal die Base da drüben sprengen, wa? Die Veto gebaut hat. Guckt euch die Scheiße an. Das Ding werden wir jetzt gleich hochsprengen, Freunde. Traumhaft. Wait, der hat noch was gebaut hier? Bruder, er fängt nach das nach. Was macht er hier? Er baut das nach, oder? Ach nee, okay, never mind. Ich dachte. Bitte spreng die richtige Base, also die mit dem Portal halt zum Müll. Oh mein Gott, shut the fuck up. Nein, tu ich nicht. Shut up. Die Base ist gut so wie ist, okay? Ihr könnt ruhig weiter haten, Bro, aber meine Base wird weiter wachsen und wachsen, Chat. Schaut euch das an, die sieht schon wirklich geil aus. Wir haben heute, gerade eben, vor ein paar Minuten actually, eine 7 bekommen von Fabo. Vor ein paar Minuten, ja. Heute, als du ein anderes Outfit anhattest. Mann, ja, okay. Wir haben den nächsten Tag, okay? Es ist der nächste Tag. Ich habe vergessen, die Base zu sprengen. Wollt ihr das haben? Sollen wir das einschneiden? Okay, wir haben es vergessen. Wir wollen aber trotzdem den Titel machen. Ich spreng meine Base hoch. Dementsprechend müssen wir das jetzt noch machen. Einen Tag danach. Jesus Christus. Ist das scheiße. Was ist um 20 Uhr? Digga, du hast... Mann. Ein großer Fan. Treffen uns im Wissenspark. Ja, um 20 Uhr ist ein Ninja-Event. Von dir? Von mir. Oh mein Gott. Weil es nur echte Ninja mitmachen. Und der Gewinner kriegt ein Stack Bierblöcke. Ein Stack Bier? Nein, das ist nicht jetzt der Kotze. Und fünf Subs. Fünf Subs. Und zehn Subs. Zehn Subs. Oh. Okay. Alright, wir haben ungefähr 85 TNT, sind genau 85 TNT. Ich denke, das sollte reichen, right? Ich glaube, das sollte genug TNT sein, um den Laden da einmal ordentlich voll zu feuern. Und genau das machen wir jetzt. Ich frage, ob die dabei sein wollen. Ey Leute, ich spring die Base. Will jemand dabei sein? Ja! Ja! Alright, warum? Aber die zweite oder die Main? Zweite halt, oder? Komm zur zweiten Base. Oh. Auf dem Weg, Mann. Hast du genug Base. TNT? Ich hab genug. Ich bin da. Also wie viel hast du? 100. Ja, okay, sorry. Ja. Aber übertrieben ist ja nicht 100, Chatter. Der lügt, oder? Ich kann auch noch 66 mitbringen, haha. Spreng die normale Base. Nein, die normale Base muss bleiben. Okay, ich platziere schon mal ein bisschen TNT. Oh, ja. Ups, die falsche hochgejagt. Ups. Egal. Ey, ist G-Tam hier im Recall? Das hast du nur gesagt, wenn du das auf der Hugo-Video geschaut hast. Ja. Krass, Mann, Alter. Ich hab dich durchschaut. Hey. Hallo Basti, wie geht's dir? Hi, schön dich zu sehen. Heiko. Sorry. Ich bin da! Ey, warte auf mich, bitte! Bitte, noch zwei Minuten. Okay, lass schnell machen. Bitte. Lass schnell machen. Nein! Ich will entertained werden. Okay, jeder kriegt ein bisschen TNT. Wir placen oder schreiben wir die Scheiße in die Luft hier? Aber ja, place smart. Wir müssen das smart placen. Okay. Hier. Hey. Hier ist noch was. Zack. Ja. Einer wird zünden, wir gehen alle in die Luft. Wer traut sich? Gerade tot. Oh, ihr platziert zu viele um. Ja, das war's. Ich hab mehr verteilt. Mehr verteilt. Schön. Das ist das bessere Event oder meint ihr das Ninja-Event? Das hier ist der Start vom Ninja-Event. Danach gehen wir direkt weiter zu Hugo. Der Ninja wird sich in die Mitte stellen und zeigen, wie er nicht stirbt bei dieser Explosion. Konzentrier dich auf deinen Körper, auf deine Abwehrkräfte und aktivier deine Aura. Du musst richtig atmen, das ist ganz wichtig. Hugo, bist du bereit? Du musst dann schreien. Schrei das TNT weg. Nein. Das ist deine Aufnahmeprüfung. Ihr bleibt da. Oh, hey, ich bin mein Herz! Digga, und jetzt Sprengung! Noch nicht! Guckt euch das an, endlich! Ich komme hoch. Die Scheißkopie von Veto wird endlich hochgesprengt, damit es nur noch eine gute Base gibt hier. So halb gute Base, I don't know. Digga, könnt ihr eins... Der Zombie brennt beim TNT! Oh. Hugo, pass auf! Nein! Der darf nicht ans TNT! Nein, Hugo, nein! Wo ist mein Stuff? Digga, da ist nur so ein Creeper da unten. Das ist ein Creeper! Hugo, oh mein Gott! Wo ist mein Stuff? Komm hoch, ich geb ihn dir hier. Korrekt schon, Basti, ja? Digga, der Creeper. Pass auf, der Creeper, Bro! Jetzt chill mal. Boah, okay, Alpha, Digga, sorry, wusste nicht. Warte, ich muss noch kurz einen epischen Shot machen fürs Video. Noch nicht schießen, ich mach erstmal kurz so wie ich flieg an uns vorbei. 3, 2, 1, go!
Jetzt schon schießen oder nicht? Nee, nein, noch nicht. Nur cool aussehen. Yeah. Hey, wow. Nur fresh aussehen. Oh mein Gott, Gänsehaut. Digga, was geht hier? Stegi, du siehst so scheiße aus. What the fuck? Ich hab oben gesagt. Okay. Warum fällt er? Wo? 5. Ja, in die Luft. 4, 3, 2, 1. Schießen! Feuer! Ah! Hugo, du Ratte! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wichtig. Boah. Alter. Schöne Sprengung. Gute Sprengung. Stark. Was? Wow. Elegant, professionell. Gut. Es ist wirklich clean. Das ist übrig geblieben. Jetzt ein bisschen lang. Schön. Oh nee. Ja, super. War okay. Das war so, wer baut das ab? Gutes Event, Kevin. Danke. Wow, danke. Super. Cool. Du hättest dafür Eintritt verlangen können. Digga. Alter, Kevin, danke schön. Danke. Bro, Real Talk. Du hast abgerissen, Kevin. Digga, im wahrsten Sinne des Wortes. Digga, Hugo ist hier gerade durch, hast du die Reste geklaut. Achso, ich hab euch nicht Bescheid gesagt, wer beim Event dabei war, muss jetzt helfen, mir den Rest abzubauen. Oh nee, oh nee. Kleingedruckte nicht gelesen, so eine Scheiße. Oh nee. Und jetzt die Festung daneben an noch. Nein. Ich hab schon TNT drüber platziert. Lass erst das Holz abbrennen und dann TNT. Nein, hallo. Boah, ja. Das wäre auch geil gewesen. Die Meute hat so Bock drauf jetzt, Kevin. Du musst es uns lassen, wirklich. Komm, gönn mal ein bisschen, Kevin. Nein, Leute. Ey, wir können alternativ noch das hier von Veto auch noch abbauen. Ja, bitte. Oh, bitte das Vetus-Ding abbauen. Oh, das wäre geil. Das macht doch richtig Spaß. Das können wir sogar mit Kerl so mit Torches machen. Oh, nee. Scheiß auf, reiß ab. Das war nicht ich. Oh. Bro, der hat so lange dran gearbeitet, ne? Egal, Oh mein Gott. Ey, oh. Melle, lass mal kurz. Oh, Alter, wichtig, Digga. Da kann ein Parkplatz hin. Da kommt ein Parkplatz hin für meine Base. Digga. Digga, mach das jetzt einfach kaputt? Ey, Bro, das war gar nicht. Okay. Und jetzt gehen wir zu Hugo Space, okay? Gleich bei Hugo Space jetzt. Komm, was machen wir jetzt kaputt? Man kann so ganze Base voll schnell zerstören zu 10. Ja, das alles abreißen. Jetzt sitzt ein bisschen wie R/Place, wir fallen so richtig über Base rüber. Yeah. So. Wollen wir vielleicht zu No Way For You? Der hat auch was Schönes gebaut. Lass jetzt die Base von Jonecraft abbauen. Oh, nee, das ist jetzt gut. Jeder einzelne Repeater muss weg. Echt nicht korrekt? Nein, Mann, Bro, er baut hier nicht mehr zu spät. Seit wann juckt dich Erlaubnis? Bro, er baut hier wirklich seit 6 Tagen nicht mehr weiter. Das war eine große schwarze Wand, Bro. Die sah so scheiße aus. For real. Beruhig dich jetzt erstmal. Ey, wenn sie wirklich anfangen, dann helfe ich ihm persönlich, eigenhändig, das wieder aufzubauen. Ich nicht. Persönlich. Wie gesagt, falls Veto das krass abfuckt, ich helfe ihm das gerne auch wieder aufzubauen woanders. Ey, seid ehrlich, meint ihr, das Event von Hugo wird gut gleich? Nein. So Todeskacke. Lass mal auch die ganze Zeit so leise reinrufen, wie kacke das ist. Und so ein bisschen Unmut ausdrücken. Voll scheiße hier. Als würden wir so flüstern, aber wir flüstern nicht. Ich würde mich lieber mit meiner Schwiegermutter treffen jetzt gerade. Ja, mit dem Schwiegermonster, wa? Ach ja, der Drache. Okay, seid ihr bereit, ins Dojo zu gehen? In wen? Dojo! Boah, Basti GAG bekommt Gänsehaut. Okay, jetzt Achtung! Bitte! Süppchen durchballern. Bitte nichts kaputt machen und in keine Truhe reinschauen. Wichtig sehr jetzt. Ich gucke in alle Zeug ist draußen. Ich erkläre jetzt, was wir gleich machen. Wir gehen jetzt alle durch dieses Portal hier. Ja. Und dann folgt ihr mir. Okay. Also nicht direkt loslaufen. Nichts öffnen, keine Kisten öffnen. Keine Kisten öffnen, ganz wichtig. Bitte wirklich nichts machen. Aber abbauen geht schon, oder? Kisten abbauen wäre okay. Nein. Stimmt, ja. Nichts abbauen, bitte. Hier. Warum prügeln die sich? Zu früh. Ey, man kann Rechtsklick auf den Boden machen, hä? Nein, bitte. Mann, Digga, sei zu früh zu Boden. Stopp. Ist das schon das erste Minigame? Es geht los, das erste Minigame. Ja, Bro, das ist ey, ich das Stuff. Warum nicht so viel Stuff? Bro, das war nicht so geil jetzt. Gehen wir jetzt zum Dojo. Jeder ist ruhig, keiner sagt irgendwas. Okay? Geh du vor. Komm mit. Fabo, was? Guck, wie es lauter wird, weil wir uns nähern. Boah, du machst das halt am Handy lauter einfach. Nein, das finde ich nicht. Nein. Was? Regel Nummer 1. Ich hab gerade nicht zugehört. Bitte nichts placen. Ja, erstmal zieht bitte alle eure Lytra raus. Ihr könnt eure Brust anziehen, aber alle Lytra ausziehen. Also okay. Euer Brustpanzer oder wie auch immer. Okay. Und zweite Regel, keine Items benutzen. Das Item, was ihr benutzen dürft, ist Essen. Okay? Nix placen, gar nichts.
Check. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der ersten Aufgabe. Wir gehen jetzt durch mehrere Parcours in Anführungsstrichen. Und in jedem Parcours können Leute rausfliegen. Also wenn ihr einmal raus seid, seid ihr für immer raus. Ja. Also Takeshis Castle? Wie viele Leute fliegen im ersten Game raus? Ah. Das entscheide ich jetzt. Wie viel wollen wir machen? Alle. Alles auf 100%. Direkt wieder ein Gewinner. Ich würde sagen, die letzten drei fliegen raus. Die letzten okay, drei. Okay. Mit oder ohne Schubsen? Mit oder ohne Schubsen? Ohne Schubsen, kein Hit ist erlaubt, okay? Ja, okay. Da hinten seht ihr einen grünen Block, dann dürft ihr, also jetzt, nicht jetzt, aber dann dürft ihr losrennen, wenn rot ist, direkt stehen bleiben. Aha. Wenn ich einen sehe, der weiterläuft, ist er raus, okay? Ja. Ich bin Schiedsrichter. Warte, erstmal rot, guck, ich hab das Raster. Geht jetzt los, geht los. Das krass. Das ist ja rot. Erst wenn grün ist. Gokalas. Stopp! Hä? Meister! Okay. Ich kann doch nichts dafür! Die Schwerkraftmusik, Mensch! Gokalatiter! Hä, ist das so grün? Wurde es gerade bei mir? Wurde es jetzt so. Hä? Hey, gelaufen! Ich bin nur bei gelaufen! Du bist ein toter Mann! Heiko, an den Anfang! Du bist raus! Digga, er sagt einfach nichts. Sauber! Ich hab gesagt, wenn rot wird. Okay. Der hat ja Rot-Grün-Schwäche, Digga. Chill, der hat Rot-Grün-Schwäche. Babo, hey! Babo schummelt! Der hat Rot-Grün-Schwäche, Hugo. Was hast du gemacht? Du bist Fahrt. Digga, der zieht das doch nicht. Respektlos. Digga, Hugo, ohne Scheiß. Ach, hat er wirklich Rot-Grün-Schwäche? Oh mein Gott. Ja, hat er. Ey, Alter, ist wieder da, yo. Der Arme. Okay, ganz kurz, weil das unfair ist. Heiko, du darfst nochmal weitermachen. Das tut mir leid. Aber weiter nach hinten. In der Serie war das auch so. Ja, aber Hugo, wir wurden es gerade gar nicht in der Serie. Ey, Leute, er schießt ihn nicht, der hat Rot-Grün-Schwäche. Er war schon tot. Reanimiert ihn, hol ihn zurück. Okay, Kokolasi. Hey, ich dürfte nicht laufen. Wenn es grün wird. Ja, okay. Kokolasi. Oh nein. Oh shit. Stegi, gelaufen. Überhaupt nicht. Stegi raus. Nein. Stegi raus. Du gehst zwei Blöcke nach hinten, das war in der Serie auch so. Was? Das ist 20 Blöcke nach hinten. Zwei Blöcke nach hinten. Das ist ja nix. Der Schuh war tot geschossen. Gogo abo moi. Ho. Ja. Jawoll. Jo, leck das rum bei mir. Oh. Oh nein. Manu, du darfst drei Blöcke nach vorne. Warte, ich dachte, er macht Stopp. Ich dachte, ich schaff's eh, weil die letzten drei noch rausfliegen. Ich dachte, ich mach's safe. Okay, darf ich auch die anderen sabotieren wie bei Squid Game? Ich bin so verwirrt. Nein. Kokosa, Sika, lol. Hast du kleine Ratte? Oh, Gommel. Gommel Karabas. Gommel Karabas. Ich sehe einfach kaum Bewegung. Na gut. Folgt mir. Warte. Wohin? Wo bist du? Ich sehe dich. Aber wir dürfen doch zugucken, oder? Also, müssen wir auch voll zugucken. Yeah. Hey, Mann, du bist doch am Leben, oder? Ja. Ey, können wir die Dojo-Musik bekommen? Kajuji! Mach's ja. Kajuji, los! Er muss gerade Matheausaufgaben weglegen, um das jetzt hier zu machen. Digga, so, verkackt morgen Klassenarbeit deswegen. Stoppmusik! Obwohl, mach Musik an, das ist dramatischer. Oh mein Gott, bist du jetzt okay? Ausstechen? Leiser, Kajuji, leiser. Leiser, Digga, Kajuji, spinnst du? Okay, nächste Challenge! Ich hab so eine WhatsApp-Nachricht. Habt ihr schon mal Arsch gegessen? Nein! Habt ihr schon mal von Jerusalem gehört? Nein! Oh mein Gott, was kommt hier? Reise nach Jerusalem, kennt ihr das? Ja! Dann folgt mir! Ich folge! Ja. Warte, geht mal kurz weg, dass die Tür kaputt machen. Warte. Oh mein Gott. Digga, ist das unepisch. Okay. Bitte nicht verschieben oder so. Bitte. Ey, eins wurde kaputt gemacht, oder? Nein, wo ist Kajuji? Bitte geht raus aus dem Ding, bitte. Rihanna anmachen. Erst in eine Chest rein, wenn die Musik wirklich raus ist, okay? Du musst das überprüfen. Du musst alle leise sein. Schrei einfach Stopp oder so. Und lass uns sofort, wenn man zu früh reingeht? Wenn ihr zu früh reingeht, seid ihr raus. Okay. Schrei einfach Stopp. Das ist jetzt eine Runde einfach, oder nicht?
Ah, scheiße. Ich schrei Stopp, okay? So, ja, warte, Werbung! Okay. Das ist Werbung! Jetzt kommt Comemote. Okay. Es geht los in 3, 2, 1. Gegen, oder? Gegen? Wo ist die Musik? Eine Server, seine eigene Welt. Ja! Der Typ ist Flyweng. Kein Rumpel, nein. Das hat gelegt! Digga, das hat gelegt! Das ist aus! Nein, nein! Er sagt doch Stopp! Es hat gelegt! Er sagt Stopp! Er sagt gelegt! Oh mein Gott! Digga, jemand schreibt Rumatra Niveau. Rumatra Niveau, das Event. 3, 2, 1. Bis zum neuen Planeten, die da leben. Das ganze Universum kennt die. Hä? Oh, let's go! Nein, ganz kurz. Ich hab auf deinen Stopp gewartet, Hugo. Raus! Lass mit Stopp machen, bitte. Ich hab gesagt, der schreit Stopp, hat er nicht. Ja, hab ich wirklich gesagt. Also bitte nicht. Ey, ich hab so auf der Stelle. Halt dein Maul jetzt und fliegst so raus. So. Gammelig hier. Let's go. Das ist lustig. Ja! Die gleichen sind wieder raus. Ich bin legit ein Rentner. Komm zu uns. Raus. Ich merke, wie ich langsam ein Ninja werde. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich werde ausgebildet zum Ninja. Geht direkt weiter. Ihr sucht euch jetzt einen Team. Hey, komm, man muss raus. Hey, Mann. Kevin, du Petze. Raus. Scheiße. Ach Mann, ey. Ihr sucht euch jetzt einen Teampartner raus und schreibt das dann auf Bild drauf, okay? Chef. Muss der Teampartner wissen, dass ich mit ihm zusammen im Team bin? Ja. Basti, also wollen wir? Ich schon abbrechen. Wir müssen. Unser Leben. Gib mir die Hand. Fabo. Ja. Hallo. Okay. Welches Team will das erste antreten? Merle und Space. Ich finde, die höchste Erfahrung sollte zuerst antreten. Doch, komm, machen. Merle und Space machen zuerst. Okay, Merle, Space. Kommt hier können runter. Die Toten zu euch kommen? Nein, bitte nichts bauen. Ja, ja, nein, aber die Toten, alles Bäcker hier. Hier ist so Barriere. Alles Bäcker! Alle, die zu... Boah, die Leute sind da wirklich mal chill mit so bauen und so, Bro. Das ist mega low dann. Bitte. Hallo, Junge. Bäcker, bitte darüber. Weil es ist echt geil bis jetzt. No joke. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, Bro. Das ist voll süß. Okay. Das ist nämlich gar kein Team-Event! Oh mein Gott! Digga, Leicherfahrer! Die müssen murmeln! Sondern... Wir werden Schlag den Golem! Oh mein Gott! Der den Golem killt! Oh mein Gott! Der den Golem killt, ist raus! Oh nein! Und ihr habt mit den Items, die ihr jetzt ausgewählt habt, müsst ihr nacheinander immer schlagen. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr normal schlägt oder crittet. Oh. Okay. So, fang an, Space! Okay. Mann, der Arme, Digga. Jo. Alle kurz. Losam. Mann, Bro. Brutal. Das dauert ein bisschen länger. Das ist so Ding, cool. Du bist Holz, wenn er tot ist, dann seid ihr raus. Der tötet es raus. Okay. Ihr könnt auch dem anderen das gönnen, wenn ihr wollt. Geht okay. Auch wie Squid Game. Boah. Digga, er will einfach eine Storyline für Story sein. Digga. Ihr könnt es ihm gönnen. Den Bro denkt Netflix einfach. Space, sei nicht so egoistisch. Lass ihr doch den Win. Okay. For real. Du musst mehr reagieren. Oh mein Gott. Er crittet echt weiter. Zieh aber auf. Oh mein Gott. Oh, er wird hast du gerade geschrien Versager, Hugo? Okay, du bist der Spielemoderator. Stell dir vor, Steven Gätchen würde so machen. Steven Gätchen. Günther Jauch schreit Versager, Alter. Günther Jauch, Digga. So, jetzt nochmal neu, Fabo, fang an. Okay. Aua, bitte, aua. Bitte, aua, bitte nicht töten. Aua, ich hab Kinder, ich hab Frauen, bitte, aua. Bitte, ich hab Familie, bitte. Lass mich in Ruhe, Alter. Ich hab schon. Nein, Fabo. Ah, Strategie. Ah. Ich leide euch, fein, bitte, Jungs. Es ist so laut, aber. Digga, der
Eisengurt ist einfach Kettenraucher, ne? Hast du schon? Ich hab da noch ein Kaufland, Alter. Stegi, kann ich deine letzte Malbo haben, bitte? Lass mir den letzten Bild, Stegi. Aber Stegi, ja. Das ist krank, Junge. Nein, 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 stopp! Regelbuch! Halt mal deine Fresse, Kohle! Stegi! Du musst den Hit vollladen! Musste man! Ja, dein Hit muss Hab ich auch nicht! Ja, dann müsst ihr beide vollladen jetzt, das Regel. Okay. Ja, okay, dann ist er jetzt aber tot. Nein, ist er nicht. Ich glaub, was? Oh! Was? Stegi, ich bin schon wieder dran. Hey, ich hab gerade, oder? Nein, stopp! Sorry, ein Musik aus! Der hört sich ja wie Egon Kowalski, Junge. Fabo. Scheiß Event! Ich glaube, du wirst gleich sterben. Deswegen, ich hab hier was. Mann, Bulle, mach genau zwar, Psychose, Digga. Pass auf. Bam. Was ein Plot-Twist! Alter, wow. Wir haben ihn zurückgeholt. Habt ihr das gesehen, Freunde? Jawohl, wir haben gewonnen, oder? Ist das schon vor? Nein, warte, was auch. Stiege, du hast dich geopfert. The Happy gerade. Ending. Sieht das so aus? Warte kurz. Digga, wir Stiege, du hast verloren. Wegen was? Du hast die Regel gebrochen, mein Freund. Oh, du hast dich geopfert. Du hast dich für mich geopfert. Mann, Junge, ist das scheiße. Was hast du, Mann? Alter. Ich hab Tränen in den Augen, Jungs. Ich hab Tränen in den Augen. So, Fabo, damit der Gewinner. Applaus! Okay. Basti Captain nicht. Und Basti GHG. Oh mein Gott, Basti, bitte. Bist du bereit dafür? Ich weiß nicht, ich bin nervös. Oh mein okay. Gott, drück du zuerst. Basti, drück zuerst. Oh, okay. Okay. Und jetzt Kevin? Kevin? Merle, was machst du? Oh nein! Was? Digga, Schadensschwert! 5! Das ist einfach besser als dein jetziges, was er so hat. Hat das Fire-Aspekt? Digga, das ist ehrlich besser als mein eigenes. Holy shit. Basti, ich fang an. Du hast gar keinen Sharpness, was laberst du? Nee, Fire Aspect. Da hast du vertan. Es ist du, Deutschland! Der hat wehgetan, ne? Boah. Musik aus. Oh mein Gott. Ey, wenn das. Der könnte es schon Kevin sein. Kevin Crit! Nein, der ist es noch nicht. Nein. Doch, 100%. Nein. Oh mein Gott, jetzt aber. Aber ist wird Kevin rausscheiden? Rausscheiden? Safe. Was? Rausscheiden? Der Plot Twist, Bro. Du hast den emotionalen Moment so gefickt, Hugo, Bro. Rausscheiden, Alter. Komm. Ja! Oh! Jetzt, das war's aber jetzt, oder? Das war's, ja. Was? Ja. Was? Hä? Game Master Gastein? Game Master Trollt? Er hat ihn geheilt. Chef. Oh. Ja. Einmal geht noch. Einer geht noch. Oder ja, Kevin, gibst du deinen Sieg auf? Auf gar keinen Fall. Okay. Das sind 10 Subs, Digga, die wieder. Kommt mit und die anderen auch, aber ein bisschen weiter hinten. Wir spielen nämlich jetzt Spleef. Kennt ihr Spleef? Oh nein, Digga. Oh mein Gott. Lil Bro hat Gomma HD-Server gebaut einfach. Digga. Also, wir spielen jetzt Spleef und die letzten 2, die überleben, sind im Finale. Oh mein Gott. Oh, meine Ecke, Alter, geh mal weg. 3. 2, 1, go! Musik! Komm mal her, Latten! Ey, Latten, ey! Oh. Oh, Mango! Oh. Auf der 2. Ebene schon! Mango, alles gut, das ist jetzt halt. Mango, viel abbauen! Oh, Logax auch auf der. Jetzt der Letzte, der jetzt rausfliegt, ist raus! Papst, lass einfach hierbleiben! Lass einfach hierbleiben! Papa, Handglas, chillen! Er kann von unten abbauen! Er kann von unten abbauen, ich will aufpassen! Ich würde aufpassen. Also die da unten noch abbauen? Nee. Oh also die, Mango, so. Falls du noch unten bist, nicht abbauen. Achso, okay. Du bist okay. Du 31er! Du 31er. Lukas. Vielleicht sollte die runterkloppen, wer weiß. Ist okay. Wieso, wer weiß? Wir holen uns die Diamonds irgendwie anders. Ja, Eisenbohlen kommt gleich wieder. No! Ich wurde
Hintergang von Fabo. Das hast du. Hä, du wolltest mich hintergehen. Okay, Fabo, hol das. Hol das für uns. Okay, okay, ruhig, ruhig im Saal, Musik aus. Also, Fabo und Space, ihr habt jetzt in eurem Fass liegend, ihr könnt jetzt reinschauen. Einmal ein Ball, da steht Split. Oh mein Gott. Und einmal ein Ball, da steht Steel. Oh mein Gott. Alter. Der Plot. Oh mein Gott. Wenn Gänsehaut, beides, ich zitter. Wenn, guck mir in die Augen, Space, guck mir in die Augen. Ganz kurz, ich muss kurz die Regeln nochmal erklären. Chip mal jetzt. Okay. Wenn ihr beide Split wählt, splitte ich den Gewinn an euch beide. Ihr kriegt dann beide 5 Subs und 32 Dia-Blöcke. Wenn einer Steel nimmt, der andere Split, kriegt der, der Steel hat, alles. Und wenn ihr beide Steel nehmt, kriegt keiner irgendwas. Steely. Digga, so smart. Martinius. Was ist denn mit dem Eis, Fabo? Ja. Bitte vom Glas runter. Gasleite ihn, Fabo. Fabo, mach es. Komm, keine Ahnung, ich stehe in dem Spiel jetzt. Was ist, wenn wir beide Steel nehmen? Was ist, wenn wir beide Steel nehmen? Dann ist nichts, ne? Gar nichts. Ne? Beides nichts. Musik aus. Bitte nimm Steel für Plot-Twist oder so, bitte, Digga. Beides für keine 64 Dias. Okay, wenn ihr euch entschieden habt, dann bitte einen Schritt weg von eurem Stuhl. Nein, Space, was machen wir? Was denn? Kein Einfluss zeigen, kein Einfluss zeigen. Digga, Chelsea ist ein Boss, ey, wirklich. Bitte. Ich liebe den. Aha, aber was ist, wenn er nicht? Das ist ja nicht so verplottet. Nein, Mann, Realtalk ist Lügen. Was, wenn nicht? Ich gönn dir einfach. Ist gut so. Nimmst du wirklich Split? Also, Fabo ist so am Lügen, Junge, ist aber krank. Nein, ich bin noch ein bisschen unterhalten. So wie du es gerade beschrieben hast, wäre es ja egal, ob ich Steel oder Split nehme. Weil, ne? Musik aus. Aber ich nehme Split, wir teilen. Aber nicht in die Hand nehmen, nicht in die Hand nehmen. Enderperle ist Steel, Schneeball ist Split, okay? Da würde ich sagen: Fabo. 3, ich gönn dir. 2, 1, go! Oh! Ey, das ist ein Copyright-Free! Das ist ein Copyright-Free-Spiel aus! Hallo! Hallo, das ist ein Copyright-Free! Sing einfach! Digga, ich bin halbe Herz. Hugo, sing einfach! Jawoll! We are family! Oh mein Gott! Oh mein Gott, strong! Ja, das ist gar nicht. Das macht's mit dem Event! Alle ehrlich. Jetzt alle verbeugen. So, ihr könnt jetzt mit alle eure Raketen eine kleine Spende geben. Nein. Nein, bitte, ich bin auf der Herz, bitte. Nein, Retalk nicht. Bitte, ja, okay, nee, du hast recht, hier, komm. Chad, ich finde, Hugos Event war gerade komplett das, was eine ganze Generation von Gaming nicht gecheckt hat. Es geht nicht um Grafik oder wie cool die Räume aussehen, sondern darum, wie viel Spaß die Spiele machen. Bruder, jeder Raum sah so unfassbar beschissen aus. Aber es hat trotzdem 10 aus 10 Spaß gemacht. You know? Das ist Real Talk. Und damit, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da.